Schönen guten Morgen, Leute! Und herzlich willkommen zu Escapist. Erstmal alles schnell hier wieder verstauen. Zange, Schlüssel und die Wärteruniform. Sehen Sie in der heutigen Ausgabe, wie wir dem lieben Florence eins über den Nischel geben, damit er uns seinen gelben Schlüssel überreicht. Natürlich muss ich erstmal gucken, ob ich schon das Talcum-Puder wieder besorgt hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte mal genau Brandsatterkleidung und Nunchakus. Immer eine Woche zwischen den einzelnen Aufnahmen. Da geht immer das ein oder andere Wissen verloren, aber solange wir noch wissen, wo wir stehen geblieben sind, dann geht das alles. Und mit dem Harry brauche ich mich ja auch nicht mehr anfreunden. Seinen Job habe ich ja schon erfolgreich übernommen. Das ist der Schlüssel heute zu allem. Gib vor, nett zu sein zu den Insassen hier, gerade wenn du im Knast bist und du bekommst alles. Bin zwar noch ein bisschen stimmlich angeschlagen, aber deutlich besser als gestern im Livestream, der wieder doch ganz gut war, finde ich. Voll mit dem Tetris, bis ich es dann im letzten Raum verstanden habe. Es war wieder ein Akt der Verzweiflung, ehrlich gesagt. Aber gut, der liebe Florence, ist das auch einer von... Jawohl. Sogar einer von den dreien, der immer mitkommt. Sehr schön. Dann kann man den dann beim Frühstück oder so einfach mal mit abpassen oder beim Duschen. Und dann passt das. Erstmal aber gehen wir jetzt hier eben auf Holzfällermeier machen. Weil wir noch nicht genug Knete haben. Und gucken, die zwei Bücher können wir ja nochmal schnell lesen, bevor wir anfangen zu arbeiten. Das geht ja schnell. Hopp. So, wo ist der Muskeljob hier? Ich bin doch schon da. Aber ja gut, wenn ich hier... Ich wollte keine Holzstrebe, dankeschön. Herr Wärter, ich habe hier was Illegales liegen, bitte abholen. So. Jetzt mal wieder hier an den Job gewöhnen. Und auf jeden Fall, das geht schon deutlich schneller als der olle Putzjob hier, wo der 5 Meilen durch die Kante laufen muss. Hier hast du nur ein bisschen Fließbandarbeit. Und noch ein Stühlchen zum Schluss. Und fertig sind wir. Gut. Dann schaue ich mal schnell, wie es mit Gegenständen aussieht, dass man den... Ich meine jetzt bei Nägel... glaube ich nicht, dass wir die brauchen. Wie es denn aussieht, ob man schon den nächsten Schlüssel, die Utensilien dafür machen können. Talcumpuder, Zahnpasta, jawohl, haben wir alles. Perfekt. So, dann nehmen wir einmal dich und einmal dich und dann holen wir uns mal den Franz. Der liebe Franz, wo bist du? Schmitz, Franz Josef, perfekt. Das darf denn mir nur nicht irgendwo hier mitrennen. Jawohl, komm hier schön in das alleine Abteil. Der Schlüssel. Meins. Bitteschön. Perfekto. Gut, aber nur um sicher zu sein, ihr kennt mich ja, werde ich heute Nacht nochmal speichern, bevor wir rausgehen. Falls irgendwas schief geht, dann haben wir wenigstens den Schlüssel noch. Okay. Und ja, Gegenstände weiß ich ja wie gesagt erstmal nicht, was wir noch brauchen. Stattdessen trainieren wir lieber erstmal die Werte weiter. Könnt ihr mal kurz alle... Schokolade, die nehmen wir natürlich. Und weißt du was, Talcumpuder, falls wir es brauchen, sicher, sicher. Gut, dann weiter noch die Kraft trainieren. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Der Günther hat sich mittlerweile wieder auch entbackt. Und ich muss das noch von letzter Folge wieder zurücknehmen, wo ich dachte, das hat hier irgendwas mit Mythen zu tun, dass hier immer einer von den Trainingsplätzen frei ist. Hat sich dann als falsch herausgestellt. Das war eben einfach, weil sich der liebe Günther verbackt hatte. Deswegen kann er natürlich auch nicht trainieren kommen. Joshua, ja... Schöne Sachen, brauchen wir trotzdem nicht. Au! Ach, Schiete. Ja, der ist ja sauer auf mich. Habe ich ganz vergessen. Gut. Haben wir uns wieder beruhigt. Sehr schön. Antiaggressionstherapie hat geholfen. Das hat nicht mal wehgetan, du Losche. Na gut, wenn man... will mir das gar nicht vorschlagen, wenn du da mit den Dings, mit den Wärtern bist und du da wirklich mit gepanzerter Insassenkleidung bist, dass der so... Und du so da stehst. Wolltest du was? So richtig wie so eine Arschgeige. Okay. Aber noch mehr Schokolade. So muss das.
Joa. Dann können wir auch die Zeit erstmal nochmal weiter nutzen, um weiter zu trainieren. Das hat erstmal oberste Priorität und dann kicken wir mal, was uns draußen erwartet. Ansonsten, wenn wir wirklich ins Ausgraben müssen, dann wäre eigentlich die Bibliothek wäre auch nicht der beste Punkt. Da wäre vielleicht doch draußen besser. Abendessen, komme schon. Und das kommt auch wie gerufen. Ich bin hungrig, erschöpft, todkrank, klinisch tot. Alles mit einmal. Ich brauche jetzt das... Hühnchen packen wir uns ein. Weil wir noch nicht genug Hühnchen haben, klauen wir uns noch ein bisschen Hühnchen. Und trotzdem kann man sich ja mit den anderen noch ein bisschen anfreunden. Was haben wir denn eigentlich für Aufträge? Harry will Sven verprügelt. Achso, ja, mit Harry brauche ich mich nicht mehr anfreunden. Medizin müssen wir noch mitbringen. Ich habe Tim bezahlt, ich bezahle dich, wenn du mich beschaffst. Jo. Was jetzt ein Officer? Von Tim, von Klaus, von Ben. Nö, gut. Ja, alles entfernte Sachen. Ich sage, die beklauen sich ja alle gegenseitig. Das ist schlimm. Keine Gemeinschaft, meine Lieben. Daran müssen wir noch arbeiten. Und der nächste Hofgang, was ist dringender? Die Kraft fehlt. Na stimmt, wir müssen ja noch auf 50 Herzen kommen, da fehlt noch ein bisschen was. Bringt mir jetzt eh nichts reinzugucken, weil ich kann jetzt eh momentan noch keine Sachen klauen, wenn da alle noch da sind. Aber vielleicht... Ah, ist eh nichts. Ich wollte gerade sagen, liegst du mal nicht auf meinem Platz. Ich komme auch gleich duschen, bin noch nicht fertig, wartet auf mich. So, und... Fertig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also, Notiz an mich selbst, stehe nicht neben Sven. Er findet es nur romantisch, mit 20 anderen Männern hier in der Dusche zu stehen. Das ist... Nee. Ich stehe doch hier schon ganz alleine. Hier ist die Seife, hier in dem frischen Hühnchen. Okay. Dann nochmal schnell die Intelligenz wieder nachtrainieren. Ist jetzt, wie gesagt, nichts anderes zu machen. Dann einmal speichern, dann spule ich auch gleich einmal... ist noch nicht ganz wieder da. Die Stimme. Dann spule ich dann den nächsten Tag größtenteils vor, weil ich ja, wie gesagt, nur speichere. Und dann abends uns mal draußen umgucken. Und dann schauen wir mal, wo alles steht, wo der Generator steht, was für Fallen noch warten. Vielleicht können wir auch einfach so rausspazieren irgendwie. Obwohl ich vermute, wir werden eine Schippe brauchen. Hätte ich vielleicht schon mal anfangen sollen. Just in case. Deine Mutter sagte immer, ich nicke, wenn ihr sprechen dürft. Ich finde die Kombination immer so schön von den Texten. Gut, dann nochmal vernünftig speichern. Alles ins Inventar. Essen können wir erstmal hier reinlegen. Und safe. Haben wir beide Schlüssel. Gut. Eigentlich könnte sich auch aus der Zelle rausgraben. Wobei, weißt du was? Ich hab doch Dings eh gespeichert. Da werde ich das einfach mal probieren, dass wir mal tagsüber rausgehen. Weil, wenn hier nicht mal Turmwachen auf mich schießen, vielleicht sind wirklich die Sicherheitsmaßnahmen hier so lasch gesetzt, dass du hier einfach rausspazieren kannst, ohne dass was passiert. Möglich wär's. Schokolade nehmen wir auf jeden Fall mit. Natürlich jetzt was zu verkaufen. Metallblech. Schlecht. Schauen wir einfach mal. Mehr schief gehen kann's ja nicht. Ach so, ja, jetzt kommt ja noch die doofe Arbeit dazwischen. Immer diese Unterbrechungen hier. Aber gut, dann während der Arbeit gehen wir mal raus. Danach ist ja eh Freizeit, weil ich glaube nicht um 12 ist Mittagsappell, ich weiß jetzt nicht. Wir können mal kicken. Bin doch schon da, verdammte Hacke. Achso, ja stimmt, mein Mob brauche ich ja gar nicht mehr. Das wäre an sich schon eine schöne Sache, dass man echt nicht immer nur bis nachts warten muss, bis man raus kann, sondern auch mal tagsüber. Muss man nicht immer hier tagelang verschwenden, um den unter anderem auch den Punktestand nicht ganz so runter zu kurbeln. Mal diese verklicken. Gut, dann schauen wir mal. Insassenkleidung aus, das an und ab geht er. Schauen wir mal.
Das war die falsche Tür. Oh je, hier steigt die Aufmerksamkeit viel zu sehr. Aber hier ist schon mal überall Zaun. Hier hast du doppelte Mauer. Das Doof ist nur, das ist alles elektrischer Zaun. Ich schaue mich jetzt erstmal um, also ich lade dann eh nochmal. Aber du hast du, oder ist das elektrischer Zaun? Ich weiß es nicht. Obwohl es nicht so aussieht. Autsch. Ja, die schießen doch. Es sind Turmwachen da. Verdammt. Autsch. So. Okay, ja, ist halt die Frage, ist das elektrischer Zaun ja oder nee? Weil es sieht so aus. Wenn du... Ich habe mich ja komplett umgeguckt, wenn da nirgendwo der Dingens ist, der Generator, wie willst du da rankommen? Wisst ihr was? Das muss ich jetzt wissen, ob das elektrischer Zaun ist oder nicht. Achso, ja, dafür braucht man natürlich auch den Schlüssel. Warte mal kurz schnell den Morgenappell ab, weil das muss ich jetzt sicher gehen. Ansonsten muss ich mir was überlegen. Unterirdisch kannst du dich auch nicht durchgraben, der geht ja auch unter der Erde durch. Ansonsten haben wir ein Problemchen. Oder der ist auf dem Dach, wo du mit dem orangen Schlüssel durchkommst. Das kann natürlich auch sein. Bin mal gespannt. Jetzt erstmal, ihr könnt frühstücken gehen, ich kundschafte aus. Hallo. Gut. Hier war er jetzt nicht, ne? Nee. Wo war denn jetzt der Ausgang? Hier unten. Genau. Gucken wir mal. Der ist elektrisch. Also muss irgendwo der Generator sein. Die Frage ist nur, wo. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch den orangen Schlüssel bei. Das ist doch eine Kacke. Aber ein gutes Herz. Ich habe mehr als genug Lagerplätze. Du. Und du. Tjo, welche möglichen Aufgänge haben wir hier irgendwo? Das ist jetzt die Frage. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall auch eine Schaufel. Die brauchen wir. Das heißt, für die brüchige Schaufel, da brauchtest du doch, glaube ich, das Brecheisen, ne? Ach ja, stimmt, das Multifunktionstool. Das wird natürlich besser sein, also sowohl eine Spitzhacke als auch eine Schaufel. Jetzt geht das wieder los. Brüchige, improvisierter Griff, Metallblechklebeband. Und improvisierten Griff kriegst du aus dem Holz und einer Feile. Fangen wir erstmal damit an. Holz und eine Feile haben wir hier nicht. Holz kriege ich ja, also brauchen wir erstmal eine Feile. Ich sage ja, ich brauche die nach. Ich würde sagen, ist jetzt einfach ein permanentes Statement, egal in welchem Knast, ich mache mir immer eine Schaufel. Egal wo. Weil man sieht es ja, egal wie einfach es ist, selbst im allerersten hat es das gebraucht. Da war zwar das Multifunktionstool nicht nötig, aber einfach aus Prinzip mache ich das jetzt immer. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Mob kann weg. Könnt ihr mitnehmen. Ich gegenseitig eure Schnauzen polieren. Die Metalle haben sich noch nicht geändert. Aber so sind wir schon mal wenigstens schlauer, ohne dass die Zeit vorangeschritten ist. Es war ein bisschen Beschiss, aber es ist ja eh nur zum Unterhaltungswert. Also wer... Ich lege gar keinen Wert auf den Rekord. Wenn ihr den brecht, herzlichen Glühstrumpf. Falls nicht, ha. Quatsch. Okay, mögliche andere Aufgänge. Dich nicht werden prügeln, das ist wahrscheinlich weiter oben, ne? Genau. Medizin können wir gebrauchen, die wollte ja jemand haben. Nein. Wer wollte den eigentlich haben? Joshua. Liegt der nicht gleich mit hier? Nee. Dann hast du hier die Leiter, die raufgeht. Und ansonsten... Das, wenn... Klebeband, eine Pfeile, sehr schön. Siehst du, ein Holz muss ich mir mitnehmen. Und, das Klebeband nehme ich auch gleich mit. Guck mal nochmal her hier.
Wer hat da jetzt was verkauft? Günther. Günther. Nee, Harry war es nicht. Verdammt. Wer hat denn jetzt? Günther, genau. Klebeband nehme ich auch gleich mit. Und dann können wir das alles schon mal herstellen. Dingsbums. Und so, jetzt fehlt nur noch Metallblech und dann haben wir das Ding. Und ich kann es im Inventar behalten. Es gibt ja keine Körper- oder Körperdurchsuchung und keinen Dings hier. Sicherheitsgenerator. Das heißt, ein Metallblech bitte. Dann haben wir schon mal gleich die brüchige Schaufel. Buch, sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Okay, dann gleich mal nach dem Joshua Ausschau halten. Joshua, Joshua, Joshua. Joshua. Deine Medizin. Body, die schön. Kohle ohne Ende. Ich brauche ja selber das Metallblech, also nein, vergiss es. Nein, ich lenke auch keinen ab. Auch nicht das, was wir brauchen. Und übrigens gilt mein Angebot nach wie vor. Wenn jemand von euch Lust hat, selber in Gefängnis zu entwerfen, kann er das gerne mal machen. Und wenn es nicht zu schwer ist, so wie das allerletzte, das Clip Central State Pen war das doch, bin ich auch gerne gewillt, das hier als zusätzliches Gefängnis mit durchzuspielen. Das machen wir gerne. So, Schoko, Schoko, Metallblech haben wir jetzt leider nicht dabei, ne? Gut, den muss man leider gucken. Officer Maximilian, vergiss es. Komm schon weiter, irgendein Metallblech hier. Noch ein Holz. Brauchen wir ja erstmal nicht, weil für die Schaufeln brauchst du Metallbleche. Genau. Holz brauchst du dann für die Spitzhacke. Erde brauchen wir auch nicht, haben wir da draußen genug. Metallbleche, Metallbleche, Metallbleche. Klebeband auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Talcopulver, das kannst du kriegen. Besorge ich die zwar jetzt nicht sofort, aber nachher dann. Haut mal ab. Ach, hier oben sind ja auch Zellen. Die habe ich gar nicht durchsucht, siehst du. Ja gut, Schokolade haben wir erstmal genug, aber... Stimmt ja, dann hast du hier noch viel mehr Potenzial. Ich dachte immer nur der untere Flügel, aber ist ja Quatsch. Mensch, so viel mehr Zellen. Noch ein Buch. Klebebänder haben wir erstmal genug. Ich brauche Metallbleche. Halt, was war denn jetzt drin? Ja, noch ein Klebeband brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Noch nicht. Nee. Leute, richtiges Inventar, aber falscher Zeitpunkt. Wir haben 202 Dollar, also ich brauche jetzt erstmal auch kein Geld mehr. Selbst die Dings hier, die... Sag schon, der Sprecheisen kostet ja auch, glaube ich, nur um die 70 Dollar oder so. Also alles im grünen Bereich. Nein, du schleichst dich nicht davon, Harry. Tut mir leid. Günther, dein Wurmspiel hole ich dir zurück. Aufgang, wir brauchen Power. Weil stimmt, dann kann ich dem das Teilcomputer doch nicht geben, weil das brauche ich ja selber für den Orangenschlüssel. Wenn dann... Ich sag mir bitte nicht, der Generator steht dann da oben. Das wäre echt total bekloppt. Halt, das eine können wir noch schnell machen. So. Sind wir erstmal voll aufgepumpt. Fehlt noch ein bisschen Speed und der Rest Intelligenz und dann haben wir das auch schon mal. So, Gustav Inventar geändert. Ja, aber nicht das, was wir brauchen. Hat noch jemand anders Inventar... Harry? Ach, Leute. Obwohl, warte mal. Für die Dingens, die brüchige... Da brauchst du auch ein Brecheisen, einen improvisierten Griff und ein Klebeband, weil da mache ich die Spitzhacke zuerst. Das wäre mir auch recht. Robuste, brüchige Brecheisen, improvisiert... Genau. Komm, gib mir... Dann machen wir es so. Und dann brauchen wir noch ein Holz und dann können wir schon die leichte machen. Dann halt in der Reihenfolge. Natur ist Veränderung, meine Lieben. Oh, da sogar ein Holz, perfekt. Kommt, haut alle ab. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Das läuft hier wieder. Jetzt brauchen wir nur noch ein Holz und ein Klebeband. Holz kriege ich ja, also noch ein Klebeband. Gustav. Wo, ich habe hier oben eins gesehen. Hier oben waren Klebebänder, wenn sie sich jetzt nicht geändert haben.
sind noch dasselbe, dann war es hier, glaube ich. Genau, dann haben wir die Spitzhacke fertig. Das rast ja heute hier. Wunderschön. Ja, deine Sachen kann ich dir gerne zurückholen. Dann brauchen wir kurz ein Stück Holz. Das war nicht hier. Ah, so muss das sein. Holz kurz bitte. Und Spitzhacke ist finitos. Dann auch die Schaufel. Achso, warte, kann ja gleich mal Intelligenz trainieren. 3 Stück. Die Bücher der Freude lesen. Inhalt könnt ihr euch selber aussuchen. Bitte nichts Versautes. Und dann geht's schnell weiter zur Zelle. Die Spitzhacke abliefern. Das ist wunderbar. Achso, gar kein Platz mehr. Ist aber kein Problem. Dann legen wir die Spitzhacke hier mit drüben hin. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder eine Feile, ein Holz für den improvisierten Griff und dann Metallblech und ein Klebeband. Holz und blau. Halt, James, du hast nichts gesehen. Dann weiß sie ja auch, dass ich Polypen verprügle, ne? Und du weißt das jetzt auch. Nix da, was wir bräuchten. Oje. Ja, bin schon raus. Ich kontrolliere mal den linken Flügel. Dich habe ich eigentlich noch nie geguckt. Oh. Hat da nicht gerade einer gelegen? Achso, das sind die Einzelbettdinger. Gut, dann haben wir nur den rechten Flügel. Ja gut. Feile Schokolade braucht man nicht. Also Feile schon, aber ich meinte die Dingens. Nee. Aber dann haben wir zumindest schon mal ein Holz. Hätte ich mir zwar auch so holen können, aber ey. Metallblech, jawohl. Holz braucht man nicht mehr. Jetzt bräuchte man noch eine Feile. Noch ein Metallblech. Eigentlich, weißt du was, können wir mitnehmen. Jetzt bräuchte man noch Klebebänder. Und eine Feile. Ich habe doch genug Klos, von daher. Dann verstaue ich das alles bei mir nicht. Ich lasse das im Inventar, weil ich mache ja eh wieder eine Doppelfolge draus. Wird ja alles mit einmal aufgenommen. Und dann geht das wunderbar weiter. Okay. Jo, dann schnell die Sachen holen. Um vernünftig zu speichern. Das dann erstmal schnell hier rein. Metallblech, Holz. Hopp, hopp, hopp. Und einmal safe. Bombenfolge, ich liebe es. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann noch die Schaufel herstellen. Vielleicht kriegen wir die schon fertig und auf jeden Fall die ganzen Zutaten für den Orangenschlüssel sammeln und dann gehen wir auf Generatorsuche. Den kriegen wir dann auch noch irgendwo her und bis dahin sagt euer Stevie Wonder, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tüdelü!